sensationell genug, sobald die wirkliche Wirklichkeit auftaucht und dass man sich ja vergegenwärtigen kann, das einzige Wesen zu sein, dass sich dieser wirklichen Wirklichkeit bewusst wird und in seiner Wirksamkeit erfühlen, erspüren kann. Warum aber dann kann das nur geschehen auf dem Kontrasthintergrund der Aphanesis? So etwa wie Musik, die Kontrapunktik Bachs oder ein Audis oder Zimmer, Hans Zimmers redundante Melodien, die diese Melancholie erzeugen, dass es möge doch nie aufhören, verweile doch, du bist so schön, indem es den Raum und die Zeit aufbläst, anhaltende Orgeltöne, eine Stimme, ein Hauch, ein Odem, der nie sich aushauchen möchte. Das ist dann genauso wie wenn die allersiebenschönste der Frauen ihnen mit Sternenaugen zuflüstert: Ja, ich liebe dich. Ja, ich werde immer bei dir bleiben. Ja, ich werde dich nie verlassen. Und dann notwendigerweise aufgrund der Struktur bei der Ankunft des absolut Abgöttlichen dennoch ihren selbst geglaubten Wunsch und Schwur nicht zu halten vermag. Warum also diese Hochspannung von Schönheit bis in melancholischste, bis in sehnsüchtig sehrendste Betörungen, wenn das dann doch wieder alles sich zeigt, dass es umso schmerzlicher sein wird, es wieder verlassen zu müssen, je schöner es war? Warum also das? Warum dieser Kontrast? Warum dieser Bruch? Dieser Schnitt, dieser Auswurf, dieser Verrat? Ja, eben weil es darum geht, es geht darum, Punkt, Punkt, Punkt.